Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Yves Rocher Adventskalender. Den habe ich hier, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe hier auch eine kleine Erhöhung auf Erwin. Habe ich mir ein bisschen abgeguckt bei Nicole von Chiquitas Place. Die hat jetzt auch gerade genau diesen Adventskalender und lädt ihn exakt jetzt hoch. Also wenn ihr noch Bock auf eine zweite Meinung habt, schaut super gerne bei ihr vorbei. Der ist jetzt verfügbar. Kostet 54,95, also quasi als normal UVP. Ich habe den irgendwie in einem Presale mit 10% Rabatt bekommen. Sollte das noch aktuell sein, ist das natürlich in der Infobox verlinkt. Ich bin wirklich gespannt, was wir jetzt hier drin finden dürfen und ob Yves Rocher vielleicht sich auch die ganzen Videos von den Menschen hier auf YouTube oder auf Instagram angeguckt hat und auch auf die Community gehört hat, denn wir würden uns doch alle freuen, wenn hier nicht nur Pflege drin ist, sondern halt auch ein bisschen Make-up. Mal gucken. Also wunderschön sieht er auf jeden Fall aus, ne? Ist eine französische Marke, Calendrier de l'Avent, genau. Und halt dieses Schöne mit diesem goldenen Schleifchen, und dann kannst du es aufmachen. Und dann hast du hier diesen wunderschönen Tannebaum. Das fand ich ja online schon richtig umwerfend. Und dieser Adventskalender möchte uns gerne die Magie von Weihnachten ein bisschen nahe bringen. Und es steht hier auch immer so ein bisschen was zu den einzelnen Produkten auf den Umverpackungen drauf, aber da gehen wir nicht weiter drauf ein. Als erstes haben wir hier etwas, das finde ich auch sehr, sehr praktisch und ich liebe dieses Design jetzt schon. Das ist Grenade Magnolia, eine Bodylotion mit 50 Millilitern. Schaut so aus. Und ich finde auch, das kann was. Also vom Design her, guckt euch das mal an. Ne? Und das macht Yves Rocher jedes Jahr, dass die halt wirklich schöne Umverpackungen machen. Ich kann ja schon mal dran schnuppern, weil das sagt mir jetzt so natürlich nichts. Das riecht unglaublich gut. Richtig so cremig, blumig, mag ich. Weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember. Und auch hier haben wir eine 50 Milliliter Größe drin. Also die Duftrichtungen sprechen mich, also jetzt die ersten zwei schon mal richtig gut an. Vanilla Orchid, also Vanille Orchidee, haben wir hier ein Duschgel drin enthalten. Das ist wirklich vollkommen meine Welt. Ich liebe es süß, ich liebe es blumig. Und ich glaube, wir werden sehr, sehr starke Freunde. Ja, bitte. Ich meine, wenn ich jetzt so an einer klassischen Orchidee rieche, die so bei uns irgendwie, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil die gehen bei uns eh alle ein, aber wenn ich die bei uns zu Hause so auf der Fensterbank stehen hatte damals, die riechen ja nicht ungefähr nach irgendwas. Aber dieser Orchideenduft, den man in Kosmetika drin hat oder als Parfum oder so, finde ich immer sehr, sehr ansprechend. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und ich gehe jetzt dazu über, dass ich den Adventskalender einfach von vorne öffne, weil das kann man machen. Hier habe ich diese Repair Organic Shea Butter and Organic Calendula, eine Nourishing Body Milk wieder drin für trockene bis sehr trockene Haut, 30 Milliliter. Ja gut, Bodylotion, Duschgeschichte, Bodylotion, das ist noch nicht ganz so abwechslungsreich, mal gucken, ob es jetzt ein bisschen besser weitergeht. Hier haben wir die Nummer 4. Okay, wir haben auch wieder diese kleinen Größen drin, aber meiner Meinung nach ist es immer so, je nachdem, was für eine Produktkategorie das ist, ne, 5 Milliliter geht noch vollkommen klar. Das hier ist vor allem auch eine Essenz, sage ich mal. Ne? Die Anti-Aging Correcting Supra Essenz mit 5 Millilitern ist ein Serum, wird sehr hochpreisig sein. Dementsprechend sind die 5 Milliliter dann auch nicht ganz so günstig. Ja, das geht. Ne? Wie seht ihr das? Was ist so eure Grenze für wie viel Milliliter muss ein Produkt mindestens haben, um in einem Adventskalender zu sein? Also das ist ja im Prinzip ein Drittel von der Originalgröße. Geht, nein, Quatsch, ein Sechstel, ne? Das geht schon klar, oder? Ja. Und jetzt haben wir auch wieder was fürs, also wieder ist gut, jetzt haben wir was fürs Gesicht und das finde ich sehr, sehr schön, dass wir uns auch so langsam der Gesichtspflege annähern und wenn wir dann bei der Gesichtspflege sind, können wir vielleicht auch ein bisschen zu dekorativer Kosmetik gehen. Finde ich ziemlich geil. Na, fast. Wir sind auf jeden Fall schon mal bei der Lippenpflege. Da haben wir diese Karité, also Shea, das ist ein Lippenbalsam, das dürfte auch eine Originalgröße sein. Haben wir jedes Jahr hier auch im Adventskalender mit drin und ich mag persönlich auch gerne Shea-Butter. Das ist sehr pflegend und sehr nährend, sehr feuchtigkeitsspendend. Das können wir eigentlich immer ganzjährig auch ganz gut gebrauchen. Oh, für uns ist jetzt Nikolaus, der 6. Dezember und hier haben wir 25 Gramm von einem Shampoo drin enthalten in fester Variante. Packen Adventskalender-Menschen gerne rein, weil das halt einfach nicht kaputt geht und leichter zu transportieren ist. The Nutrition Shampoo Bar, das ist quasi für trockenes bis sehr trockenes Haar. Ich persönlich verwende kein festes Shampoo, aber das ist halt eine ganz normale Präferenzgeschichte. Ne? Meine Haare mögen das nicht ganz so gerne, aber ich finde cool, dass wir halt sowas drin haben. Und das riecht auch wieder richtig gut. Und hier sind auch diese Blumen drauf. Schön. Oh, wieder aus dieser Vanille-Orchidee-Reihe haben wir 30 Milliliter von der Handcreme. Und ich mag auch ehrlich gesagt richtig gerne die Yves Rocher Handcremes, weil die auch sehr gut einziehen.
Und dieses Design, ne, das mag ich gerne. Also wir haben scheinbar hier bei diesem Adventskalender auch zwei verschiedene Designs. Einmal halt dieses Granatapfel-Magnolie, ne, und Vanille-Orchidee als Design und dann noch halt so ein paar andere. Aber das scheinen so die Hauptdesigns zu sein, die halt so richtig ins Auge stechen. Vielleicht kommen noch ein paar andere Richtungen, mal gucken. Aber das war schon mal gut. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und sie kommt leider mit einem nicht ganz so krachigen Verpackungsdesign, das ist halt wirklich ein Standardsortimentprodukt. Das ist dieses 2-in-1 Make-up Removing mit Zellenwasser für normale bis Mischhaut mit 50 Millilitern. Und ja, ne, also Micellenwasser würde ich persönlich als ersten Schritt vom Double Cleansing verwenden, weil du damit ja auch irgendwelche, also du willst ja schon, wenn du das Make-up so angelöst hast, nochmal den ganzen Kladderadatsch runterwaschen. Also macht meiner Meinung nach halt durchaus Sinn. Und ja, genau. Und wenn ich jetzt hier auch schon bei dem Thema bin, normale bis Mischhaut. Wir haben aktuell die Dalton-Woche am Laufen. Da gilt auch diese Woche, also auch heute, mein Code BeautyCloudy für 20% Rabatt. Gönnt euch hart, wenn ihr möchtet. Und heute ist Donnerstag, da ist auch das Video von Nicole online gegangen, das muss ich noch gucken. Da geht es um unreine Haut. Also wir haben so eine komplette Woche für euch gestaltet, wo jede von uns sich so ein Thema vorgenommen hat. Und witzigerweise hat jeder von uns auch eine unterschiedliche Haut, denn jede Haut ist ja auch anders. Und das passt da halt irgendwie. Und ja, ich setze euch mal einen Link dazu auch in die Infobox, dass ihr da zur Playlist direkt kommt, zu den Videos, die schon online sind. Schaut da gerne mal vorbei, das ist auf jeden Fall Wissen pur. Und bis Sonntag läuft die Woche auch noch, so dass jede von uns auch noch bis Sonntag den Code hat und bis Sonntag bekommt ihr jeden Tag ein Video von uns. Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über eine Parfümminiatur freuen. 5 Milliliter haben wir hier drin. Das finde ich ja richtig cool, muss ich wirklich sagen. L'Evidence Eau de Parfum ist das von Yves Rocher und ja, Luminous Neo Cypress. Also ich blende euch mal die Duftnoten ein, das wird wahrscheinlich sehr blumig sein. Und das ist eine kleine Miniatur, die sammle ich ja, weil ich ja am Ende des Jahres oder halt jetzt so in den nächsten Monaten kommt es dann online, ne, einen kompletten Adventskalender befüllt mit Parfümminiaturen verlose, weil ich selber halt keine Miniaturen verwende. Nö, aber finde ich an und für sich schön, dass die hier sowas reingepackt haben. In der Nummer 10 darf es mit etwas für die Haare weitergehen. Wir hatten ja schon ein festes Shampoo, jetzt haben wir ein reguläres Shampoo. Und zwar ist das für Reparatur von den Haaren, sulfatfrei für trockenes und geschädigtes Haar. Das habe ich. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Und sowas ist auch eine schöne Reisegröße. Und ich finde auch, dass 50 Milliliter von so einem Shampoo hier auch in so eine Geschichte mit reingehören. Ne? Finde ich schön. Die Nummer 11, die erste Schnapszahl, enthält eine Gesichtscreme. Das mag ich ja gerne. Eine Repairing Tsitsa Cream. Hört sich wirklich nach etwas an, was ich lieben werde. 7 Milliliter, wie gesagt. Und Tsitsa ist ja Tigergras und Tigergras heißt Tigergras, weil das dort wächst, wo Tiger wohnen. Und die Tiger durch Instinkte wissen, dass wenn die eine Wunde haben oder so, dass sie sich darin reiben müssen, weil das quasi dann diese Wunde repariert. Ne? Und ja, finde ich großartig. Kann ich dann auch für mein Gesicht sehr gut gebrauchen, weil ich habe eine sehr sensible Haut. Und das scheint Familie Bio, also so eine ganz besondere Reihe zu sein, die dann auch irgendwie entsprechend für jeden in der Familie geeignet sein soll? Keine Ahnung. Okay, wir haben jetzt so ein kleines bisschen so eine Reihe, wo wir nicht diese besonderen Adventskalender-Packaging- Umverpackungsgeschichten von den Produkten haben. Denn auch zur Halbzeit in der Nummer 12 haben wir etwas drin, was in der regulären Umverpackung kommt. Und zwar Botanical Balm Leave-In Repair Care für trockenes und beschädigtes Haar mit 30 Millilitern. Also das ist so eine Creme, die man sich dann in die Haarlängen und Spitzen halt so reinmachen kann nach dem Haarewaschen, damit dann die Haare auch immer schön geschmeidig bleiben und ja, so ein Leave-Inhalt, ne? Ja, kann man gut gebrauchen. Die erste Hälfte des Adventskalenders hat mir an und für sich gut gefallen. Ich hätte mir bislang definitiv mehr dekorative Kosmetik gewünscht, aber Yves Rocher steht ja eigentlich auch eher für Pflege, also kann ich mir das offensichtlich abschminken. Ich hätte mir aber persönlich gewünscht, dass wir mehr von diesen speziellen Adventskalender thematisch angehauchten Reihen hier mit drin finden werden. Das ist ja ungefähr Hälfte, Hälfte. Ich brauche mehr Adventskalender-Flair. Die zweite Hälfte, apropos Abschminken, geht auch mit einem Abschminkprodukt im normalen Packaging weiter. Und zwar haben wir hier 50 Milliliter von dem The Express Eye Makeup Remover for Waterproof Makeup drin. Ja, das ist so ein Zwei-Phasen-Produkt. Das ist quasi eine Ölphase. Das ist dieses Blaue, was oben schwimmt. Und unten haben wir dann die Wasserphase, denn wir kennen es ja, Fett schwimmt oben, Öl schwimmt oben. Und wenn man das halt verwendet, muss man das schütteln, damit beide Phasen sich vermischen. Dann wird das so schön milchig und dann kann man damit sein Make-up entsprechend
entsprechend runternehmen. Und auch hier, ich würde immer empfehlen, steht bei den meisten Produkten nicht drauf, aber ich würde es halt empfehlen, nach Produkten, die halt auch Öl enthalten, danach nochmal ein Produkt mit einer Wasserbasis zu verwenden, die halt so schäumend sind, die dann halt wirklich nochmal richtig reinigen und auch so dieses ganze Ölgedönsen runternehmen. Am 14. Dezember kommen diejenigen auf ihre Kosten, die eine nicht ganz so trockene Haut haben, denn hier ist eine Gelcreme drin. Das ist die Hydra Vegetal 48 Stunden Nonstop Moisturizing Gelcreme mit 7 ml und ich finde auch bislang tatsächlich die Größen hier vollkommen vertretbar, die so in dem Adventskalender drin sind. Kann ich mich wirklich nicht beschweren. Genau, und sowas ist halt dann auch eher so eine leichtere Formulierung, die man vielleicht auch, je nachdem, was für eine Haut man hat, ne, vielleicht eher tagsüber verwendet und dann diese Ziza-Geschichte eher abends, weil die etwas reichhaltiger sein wird. Oh ja, am 15. Dezember erwartet uns auch wieder eine Handcreme. Das ist jetzt die zweite, geht vollkommen klar. Monoir de Tahiti, genau diese Reihe liebe ich so sehr. Die kenne ich noch aus Zeiten, wo ich selber ganz, ganz damals halt auch diese Postwurfsendung immer bekommen habe. Und da habe ich mir sehr häufig auch diese Reihe bestellt. Die riecht einfach nach Urlaub, finde ich. 30 ml haben wir hier von dieser Handcreme mit drin enthalten. Ist eine schöne Größe und es ist auch eine richtig schöne Reihe, auch wenn die jetzt eher weniger Weihnachten ruft. Aber es ist halt so ein Klassiker, finde ich. Yay! Am 16. Dezember bekomme ich meinen obligatorischen Lippenstift, den wir jedes Mal hier drin haben. Das hier ist jetzt aber eine Farbe, die wirklich sehr, sehr, ich glaube, gefällig sein wird, ne? Rouge Elixir Glow 03 Camellia Rose 03, habe ich eben schon gesagt, 03, ne? Der ist noch verschweißt. Ich blende euch einfach mal ein Bild ein, wie die Farbe so aussieht. Auch hier, die Verpackung schreit jetzt nicht unbedingt nach Weihnachten. Hätte ich mir persönlich ein bisschen weihnachtlicher gewünscht für den Adventskalender. Aber an und für sich gefällt mir die Verpackung. Das sind halt einfach so orangene und pinke Blubbels, ne? Ja, ist süß. Und die Lippenstifte von Yves Rocher mag ich auch sehr gerne. Und wenn das die Glow-Reihe ist, was hier draufsteht, dann gefällt es mir noch ein bisschen mehr, weil das dann nicht so ein Tod-Matter ist irgendwie. Ich glaube, die haben einen Fehler gemacht. Kann das wohl sein? Nee, oh, ich wollte schon sagen, am 17. Dezember haben wir nicht das drin, was wir in der 3 Stunden drin hatten, aber die Verpackung sah sehr ähnlich aus. Hier haben wir nämlich auch dieses Repair Organic Shea Butter Organic and Organic Calendula, aber das hier ist ein Body Scrub mit 30 ml. Also, ne, bis auf diesen kleinen Zusatz da unten sah das halt gerade komplett identisch aus und ich musste ein bisschen stutzen. Wir sind jetzt nämlich eine Woche vor Heiligabend, da macht es durchaus Sinn, sich schon mal so ein bisschen mental und körperlich auf Weihnachten vorzubereiten und da kommt so ein Körperpeeling doch ganz gut. Finde ich schön. Ich hab's, also generell ein Körperpeeling, ne? Ich hab's auch schon mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau dieses hier war. Das war mir ein bisschen zu mau, also nicht schrubbelig genug, aber das ist ja auch absolut Geschmackssache. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember und hier ist ein kleines Tübchen mit 7 ml enthalten. The Ultimate Regenerating Care Day and Night Mask. Geil. Das ist dann wahrscheinlich auch eher eine Einmalanwendung, also dass man das halt jetzt nicht unbedingt mehrfach aufteilen kann, vielleicht wenn man ganz sparsam damit umgeht. Aber ich feiere es gerade total, dass wir hier eine Maske drin haben, denn ich liebe Gesichtsmasken. Jeden Morgen verwende ich eine Crememaske und ich glaube, die werde ich mir dann tatsächlich auch mal gönnen und euch dann auch im Aufgebraucht-Video ein bisschen mehr dazu sagen können. Auch das habe ich erwartet, aber tatsächlich nicht in der Farbe. Am 19. Dezember haben wir einen Nagellack hier drin, in so einem wunderschönen Altkupfer. Ton. Ich weiß nicht, ob das eine Originalgröße ist. Ne, Bronzeton, ja. 35 Bronze Doré, 5 ml sind hier drin. Der sieht ja mal richtig cool aus, oder? Also das ist halt etwas besonders, finde ich persönlich. Es ist jetzt nicht knallig bunt, aber es ist auch nicht in Anführungsstrichen zu nude. Ich glaube, dass sich da einige drüber freuen werden. Und wenn man sich den halt einfach nur auf zum Beispiel den Ringfinger macht und die anderen Fingernägel machst du dir dann in irgendeinem Nude-Ton oder so oder in einem Rot, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich finde, das ist echt gut gewählt, weil das halt nicht so dieses Klassische ist. Wir werden sicherlich auch noch einen klassisch roten Nagellack hier drin finden, da gehe ich ganz stark von aus. Aber es ist einfach mal was anderes irgendwie, oder? Juhu, wir sind wieder bei meiner, hier, haben die vielleicht gesagt, wir fangen damit an und hören damit auf, weihnachtlichen Umverpackung, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hier ein Duschgel, halt passend zu dem, was wir halt als Bodylotion schon hatten. Ja gut, das ergibt jetzt Sinn, dann kriegen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal eine Bodylotion von dem Vanille Orchidee. Spoiler, egal. Auch wieder hier 50 ml und ich weiß einfach für mich, dass ich die sehr gerne verwenden werde und freue mich auch schon drauf. Also ein sehr schönes Design und sehr toller Duft. Spricht mich schon sehr an. Ja.
Und selbstverständlich ergibt es durchaus Sinn, dass man vor Heiligabend auch nochmal duschen geht. Ne? Genau, am 21. Dezember bekommen wir hier auch nochmal zu der Monoir de Tahiti-Reihe eine Nourishing Body Milk mit 30 Millilitern. Also das weckt halt wirklich so ein bisschen die Flashbacks bei mir. Ne? Das finde ich richtig cool. Da fühle ich mich dann nochmal irgendwie wie 16. Finde ich gut. Noch eine Maske haben wir hier am 22. Dezember drin, zwei Tage vor Heiligabend. Und die gibt nochmal richtig schön Feuchtigkeit. Klar, die kalte Jahreszeit trocknet die Haut ja nochmal mehr aus und dementsprechend können wir das wirklich gut gebrauchen. Eine Moisturizing SOS-Maske mit Edulis Cellular Water, Gesundheit, 30 Milliliter. Das finde ich schön. Oder bist du eine Haarmaske? Das muss ich mir gleich nochmal kurz durchlesen, weil, also für mich macht das jetzt erstmal einen Anschein, als wäre das halt quasi wirklich eine hydratisierende Gesichtsmaske. Zweimal pro Woche, sur Visage, genau. Ja, das ist definitiv eine Gesichtsmaske und da haben wir auch ein bisschen länger was von. Einen Tag vor Heiligabend dürfen wir noch einmal duschen gehen. Das ist ein Bath and Shower Gel aus der Avoir et Sarrasin Oat and Buckwheat Reihe. Ja, genau, also Hafer und Buchshorn, weiß ich nicht, wie das heißt, man weiß es nicht, man munkelt noch. 50 Milliliter sind hier auf jeden Fall drin und dass man kurz vor Heiligabend nochmal duschen geht, ist vollkommen in Ordnung, aber wir wurden jetzt schon sehr exzessiv darauf hingewiesen, weil das ist jetzt schon, also das dritte Duschgel im kompletten Adventskalender, dementsprechend ist da das Buch natürlich zu, aber wir hatten ja schon ein paar Tage vorher ein anderes drin, also ein bisschen blöd verteilt, finde ich. Ja, das war auch irgendwie klar. Am 24. Dezember bekommen wir dann endlich unsere Mascara. Und das ist auch eine, die ich noch gar nicht kenne. Cils Miraculés. Ich soll also Miraculix-Wimpern bekommen. Okay, ich glaube, das soll irgendwas mit gekurlt heißen. Ja, das ist auch, glaube ich, eine Originalgröße, ne? Und die soll was machen? Ouverture du regard sans parquet clump-free, also clump-free-frei Eye-Opening-Effekt. 7,8 Milliliter wird eine Originalgröße sein. Ich blende euch auch mal das Bürstchen ein. Kenne ich persönlich noch nicht. Ich habe damals wirklich viel auch Yves Rocher Mascaras verwendet und sie sehr gerne gemocht. Dann hat sich mein Bedürfnis irgendwann etwas verändert, sodass ich halt wirklich krasse Baba Voom Lashes gerne mag. Das haben die dann nicht mehr ganz so erfüllt, aber die hier wird auf jeden Fall mal ausprobiert. Und jetzt habe ich mal den ganzen Adventskalender ausgepackt, ne? So das eine oder andere vermisse ich schon. Aber irgendwie war der Mix gar nicht so schlecht. Zuallererst möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass wir keine Füllprodukte drin haben. Wir haben keine Nagelfeile, wir haben keine Tools, wir haben kein Dies, Das, Ananas. Wir haben keinen klassisch roten Nagellack oder Lippenstift hier drin. Das sind halt schon irgendwie schon andere Farben. Ne? Okay, es sind nur drei dekorative Kosmetikprodukte, was ich aber vollkommen verkraften kann, wenn ich, also wobei man kann auch noch als viertes dekoratives Kosmetikprodukt das Parfum mitzählen, finde ich. Ne? Genau, aber ansonsten haben wir hier schöne Sachen drin. Ich würde sagen, dass ungefähr 5 Produkte schon letztes Jahr mit dabei waren, die sich dann wiederholt haben. Und wie gesagt, ich persönlich hätte es so hart gefeiert, wenn die halt mehr in diesen Adventskalenderverpackungen gemacht hätten. Also, dass dieses Design sich viel, viel mehr auch im Inhalt widerspiegelt. Aber das kriegst du halt nicht immer. Und für 55 Euro erwarte ich das jetzt auch nicht unbedingt. Ich freue mich darüber, wenn es halt so anders mit drin ist. Ne? Und ich finde auch, dass Yves Rocher sich eben durch den Inhalt von dem Adventskalender ganz gut repräsentiert hat. Wir haben einen Einblick in alle möglichen verschiedenen Bereiche, die die halt auch anbieten. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich jetzt nicht so, als hätte ich zu viel für den Adventskalender bezahlt. Ich denke, preis-leistungstechnisch haben wir so ungefähr den dreifachen Wert. Ich blende euch das ja sowieso ein. Aber ich glaube schon, dass man hiermit einen guten Deal macht. Wie seht ihr das? Also eigentlich eine ganz ausgewogene Geschichte, oder? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und ich bin auch auf die Meinung von der lieben Nicole gespannt. Da werde ich auch gleich mal vorbeischauen. Ja, und dann wäre es das hier schon wieder gewesen. Das war sie, glaube ich, sogar schon gerade. Wenn es dir hier gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!